Habe ich meine Amazon-Wunschliste eigentlich schon wieder oben verlinkt? Was? Schanze wird gepfändet. Nee, ich würde eher sagen, ich pfände dir höchstens deinen Arsch für deine Beleidigungen hier. Das mit dem Boxkampf habe ich folgendermaßen gemacht. Ich habe das abgesagt. Das ist auch komplett von mir gekommen. Nicht, weil ich Angst oder so habe. Dazu habe ich auf meinem YouTube-Video auch ein, auf meinem YouTube-Kanal auch ein Video dazu. Und ich habe ursprünglich ja schon gesagt, dass ich Bedenken habe wegen dem Boxkampf. Der ursprünglich, es sollte ja eigentlich so sein, das hat er ja dafür gemacht, sollten für einen guten Zweck sein. So, das ist schon mal das Erste. Deswegen habe ich dann auch letzten Endes eigentlich gesagt, okay, wir können das gerne machen. Deswegen und weil der Typ nur am Rumbeleidigen war und alles. Und ich dem gerne auf die Schnauze gehaut hätte. Auf der anderen Seite war ich aber die ganze Zeit eigentlich gegen die Sache mit dem Boxkampf. Nicht, weil ich Angst davor habe, sondern, und wenn ihr sagt, ich habe Angst, ja gut, dann meint ihr eben, ich habe Angst, ist mir auch egal. Ich persönlich habe ein schlechtes Gewissen, eine Aktion zu machen, wo man dann das ganze Geld einer Aktion sponsert, die gegen Mobbing ist und die ganze Aktion selber aber im Prinzip eine Schlägerei ist. Und das wäre nicht viel mehr gewesen, weil weder Hans noch ich bin ein professioneller Boxer. Ich will nichts Großes machen, aber ich bin gerne bereit dafür, eine Aktion mitzuplanen, die aber gewaltfrei geht und nach Möglichkeit wenig kostet, aber viel einbringt, weil man ja das ganze Geld jemanden donaten möchte, der sich um das ganze Thema dann kümmern kann. Also Thema gegen Mobbing oder so, oder vielleicht auch gegen irgendwas anderes. Habe ich kein Problem damit. Ich hätte kein Problem damit, irgendwas zu organisieren, wo gewaltfrei auskommt und dann gegen Mobbing steht. Da fällt mir auf, Alexa, das Studio ein. Muss man alles 10-mal sagen. Gähnen. Wenn du gähnen musst, dann geh bitte schlafen. Zuckerturnier. Du gegen Hans. Weißt du, wenn du dich nicht benehmen kannst, tu uns bitte allen den Gefallen, die hier sind und sich benehmen können und verpiss dich. Die sitzt auf ihren Ohren höchstens, ja. Guckst du auch Drache über dich? CF? Ist besser. Was ist CF? Wenn du mir noch erklärst, was CF ist, Boxen und normal Schlägern, das ist für mich alles Gewalt. Ich sagte wortwörtlich gerade schon, dass ich, wenn ich sowas mache, wo ich gegen Mobbing vorgehe, Mobbing ist immer auch gegen Gewalt für mich. Und ich kann das ethnisch nicht vertreten, wenn ich etwas gegen Gewalt, gegen Mobbing mache und dann aber hergehe und das Ganze mit Gewalt mache. Das will ich nicht. Das ist nicht meine Welt, das ist daneben. Was sagst du zu Artikel 13? Zu Artikel 13 sage ich Bullshit. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, was im Moment da so rumgeht und bestimmte Nachrichten-YouTuber so hoch pushen, ob das wirklich so extrem hoch gepusht wird. Aber es wird sich jetzt zeigen, was passiert. Oh, hast du das mit deinem Kindergarten-Spam, du Kleinkind, nur am Rumschreien, weil du keiner beachtet, Alter? Armseliges Würstchen. Rainer, stimmt das? Okay, jetzt reicht's mir. Jeder, der über Hater schreibt, fliegt raus. Was hat das mit dem Art von Gewalt zu tun, die du als Ausrede nutzt? Ich nutze gar nichts als Ausrede, aber du kannst dir gerne mal definieren, du kannst dir gerne mal googeln, was die Definition von Gewalt ist, du Arschloch. Armdrücken ist Schwachsinn. Erstens mal ist Armdrücken, wenn es blöd läuft, gefährlich. Und zweitens geht es ja nicht darum, wer stärker ist. Das ist ja letzten Endes meine Aussage dahinter, mit der Sache mit dem Boxkampf. Wie gesagt, zu der Sache mit dem Boxkampf kommt demnächst noch ein Video, entweder auf meinem Hauptkanal die Woche oder auf meinem Zweitkanal Phoenix Drache. Musikbattle wäre nice. Musikbattle gegen Hans. Sehe ich nicht. Den Lappen rappe ich unter den Tisch noch, bevor er steht. Ich habe innerhalb der letzten 3 Tage grob 12 Stunden aufgenommen. Nur ein Spiel. Pff, brutal im Arsch. Machst du den Sport auch ohne Boxkampf weiter? Das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Ich habe das, glaube ich, jetzt nicht erwähnt gehabt. Ich habe natürlich vor, trotzdem weiterhin auf mein Gewicht zu achten und abzunehmen. Ich habe tatsächlich überlegt, entweder einen extra Kanal jetzt für Sport zu machen, für meine Videos, für meine Sachen, oder ob ich hergehe, wenn mein Hauptkanal wieder frei ist, dass ich regelmäßig auf meinem Hauptkanal weitere Videos hochlade.
Hast du seit der Ansage gegen Hans schon abgenommen? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht nachgeschaut. Ah, ich schaue aus, oder? Überall bin ich verletzt. Mich hat's die Treppe vor der Haustür runtergefetzt. Und zwar bin ich rausgegangen, es war spiegelglatt. Ich stelle meinen Fuß auf die oberste Stufe, will gerade meinen Schritt nach, verlagere mein Gewicht nach vorne, dass ich mir die Treppe runterkomme und mich fetzt voll die Treppe runter. Dabei habe ich mir die halbe Hand und den halben Arm aufgefetzt. Mittlerweile geht's schon wieder. Das sind meine Autoboxen gewesen von früher. Sehen auch entsprechend aus. Wobei die ja so eigentlich gar nicht fertig aussehen. Ich bin im Moment dabei, noch Holzboxen zu bauen. Eigentlich sehen die so aus. Das sind meine ersten Boxen vom Auto gewesen. Mach doch vernünftige Musik. Nichts gegen Retro oder so, aber das ist Mist. Das ist kein Mist. Im Gegenteil. Außerdem ist es Fast and Furious 4, Alter. So Retro ist das gar nicht. Retro, Alter. Weißt du, was Retro ist? Ich geb dir mal was Retro ist. Retro sind die 60er. Ja. Was glaubst du, was ich hier spiele? Das ist Retro. 90er, du Held. 90er ist doch kein Retro, Alter. Bist du besoffen? Ey, ohne Scheiß, Alter. Gib deinem Vater den Schnaps zurück. Ist doch nicht Retro, Alter. 50er, 60er, 70er, 80er vielleicht noch. Vielleicht gerade noch. Aber die 80er, 90er und 2000er, das schrammt schon stark dran vorbei. Zugegeben, das ist noch ein relativ junges Lied. Ja, zugegeben, das ist vielleicht jetzt ein eine dumme Aussage gewesen. Ausgerechnet das Lied jetzt rauszusuchen. Ich wollte eigentlich noch was anderes. Ich habe mich an die Zahnlücke auch mittlerweile gewöhnt. Wie geht's Luan? Frag ihn doch, ich habe ihn auch gebannt. Du Arschloch. Was steht auf dem Shirt? Wir lesen keine Slime. Eigentlich würde ich zwar gerne mal klassische Tänze lernen. Foxtrot jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil ich den Namen irgendwie dämlich finde. Aber so klassischen Gesellschaftstanz würde ich schon mal ganz gerne lernen. Aber dafür fehlt mir natürlich die Partnerin. Hatte früher ein leuchtendes Jojo und konnte voll die Tricks. Okay, ein, zwei Tricks konnte ich auch mal. Das war so peinlich, Alter. Oh Mann. Habe ich immer gehasst. Ja, ich eigentlich auch. Aber aber das war schon für uns Jungs, war es damals schon ganz cool. Die Mädels halt so, geht voll ab. Und die Jungs halt also. Also heute finde ich es lustig. Damals war es grauenhaft. Also gut, der Anblick von den Mädels natürlich. Also ich weiß, dass mir das jetzt wahrscheinlich keiner glaubt. Ich war in meiner Schulzeit tatsächlich, glaube ich, der einzige Junge, der nicht auf Sarah Connor stand, der nicht auf Britney Spears stand, der auf die ganzen Mädels stand, auf die ganzen Mädchensänger. Was mir gefallen hat, was ich gefeiert habe, waren die Mädels hier. Das Lied kann man auch spielen. Das hier oder generell die Mädels halt von der Truppe hier. Die fand ich geil. Die haben mir gefallen. Au! Oh! Der André geht ab, Alter. Der weiß es, Mann. Die Mädels von Tic-Tac-Toe haben mir immer gefallen, ja. Ich bin ja mein ganzes Leben lang schon gehatet worden. Auch schon in der Schule. Und diese Lieder, diese traurigen Lieder, haben mir immer geholfen, das Ganze zu überstehen. Boah, das kennen die Kids heutzutage gar nicht mal. Walkman, was ist ein Walkman? Die meisten kennen ihr noch 8-Spur-Bänder? Das war sogar noch vor meiner Zeit, aber 8-Spur-Bänder gab es ja auch mal noch. Das war 8-Spur-Bänder sind richtig retro. Ah, Discmans brauchten aber keinen Anti-Shock, eigentlich. Eigentlich braucht ein Discman Braucht der ein Discman eigentlich Anti-Schock? Also konnten sie ja nicht haben damals, klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Anti-Schock brauchten. Ich erinnere mich auch an die Zeiten, wo ich noch mit Walkman rumgelaufen bin. Boah, das sind Zeiten gewesen, ey. Boah, krass. Ja, habt ihr im Hugo gespielt.
muss es mal irgendwann raussuchen, wenn ich mal dran denke. Ich habe auch noch Hugo gespielt. Hugo, Alter. Du kriegst 500.000 Strafe pro Stream. Ja. Es ist nicht das Angebot Drachenlord, was ich hier verbreite. Das war von Anfang an nicht der Fall. Deswegen ist das, was hier in dem Brief steht, falsch. Es kann gut sein, dass in der nächsten Zeit nochmal ein Brief ankommt, wo was drin steht von wegen, wir verbieten Herrn Rainer Winkler das Streamen im Internet. Wegen Rundfunklizenz, was weiß ich. Aber das ist dann ein anderer Fall. Der ist im Moment noch nicht eingetreten. Ich hoffe auch, dass er nicht eintreten wird, weil ich eine Rundfunklizenz benötige und im Moment auch nicht will. Folglich sollte das auch nicht eintreten. So, und ich hoffe, jetzt hat es endlich mal jeder verstanden. Du hast dich doch selbst als Drachenlord wieder angekündigt nach Weihnachten. Aber nicht in meinen Livestreams. Jetzt reicht's, wenn ihr das Thema in Ruhe lassen könnt, ne? Ihr habt echt einen Knacks in der Birne. Ihr müsst ständig nur provozieren. Was ist falsch in eurem Leben? Warum müsst ihr solche Arschlöcher sein? Vor allem, ihr seid solche Arschlöcher und stellt mich als Arschloch hin. Ich verstehe euer Problem. Weil die Leute, die auf anderen rumhaken, sind meistens nur selber unzufrieden mit ihrem eigenen Leben. Was für ein erbärmlicher Loser ihr seid, wenn ihr hier nur am Stressen seid. Und das um die Uhrzeit, mitten in der Woche. Glaubt ihr den Schwachsinn, den, was er erzählt? Spielt keine Rolle, du Arschloch, hast du nichts mehr verloren, verpiss dich bitte. Und arbeite bitte an deiner scheiß Persönlichkeit. Wenn du hier so anderen Leute auf die Eier gehst, weil ich mal darüber nachdenke, was für ein Arschloch du bist. Hi Kuro, ist... Oh, okay, ich will erst mal sagen, du bist jetzt eher Matsch. Bis jetzt wird mir das auf jeden Fall den Monat schon wehtun, wenn ich jetzt, wo ich jetzt 2 Wochen jetzt streamen durfte. Das tut dem Geldbeutel nämlich ganz schön schmerzen. Und nein, das sollte keine Aufforderung sein. Ganz im Ernst. Mein Leben wünsche ich niemandem. Nicht mal den Hatern. Nicht falsch, ich bin mit meinem Leben nicht unzufrieden. Aber ich würde es niemandem wünschen. Junau ist nicht mein Leben. Ich weiß, dass viele das glauben, aber das ist nicht mein Leben. Das ist mein Beruf. Aber ich würde, ich glaube, also ich wollte ja immer Kinder haben eigentlich, aber mittlerweile denke ich, es ist vielleicht besser, dass ich keine Kinder habe, weil wenn ich bedenke, was ich in meinem Leben für Scheiße erlebt habe, was ich für Scheiße mitgemacht habe, ich glaube nicht, dass ich irgendeinem Kind diese Sache antun könnte. Ich will mich nicht irgendwie als Opfer oder so hinstellen, aber ich glaube manchmal wirklich, wenn jemand anderes mein Leben führen würde, der würde wahrscheinlich sein Leben lang schreien. Ach Leute, hört halt endlich auf, so eine Scheiße immer rumzustreiten. Das geht mir auf die Nüsse. Das muss doch nicht sein. Wenn hier jemand fake ist, dann entscheide ich das. Und schmeiß ihn raus. Oder eben nicht. Du entscheidest gar nichts. Weil du kein König bist. Doch. Ich bin der König meines Streams, du Arschloch. Und wisst ihr was? Wenn ihr immer davon ausgeht, wenn ihr mich immer als arrogant bezeichnet, nur weil ich euch Arschlöcher, die hier rumstressen, rausschmeiße, dann bin ich von mir aus arrogant. Und weiter? Dann bin ich aber arrogant mit Stolz, weil ich noch Ehre besitze und anderen Leuten versuche, hier die Möglichkeit zu geben, vernünftig miteinander sich zu unterhalten. Anstatt hier die ganze Zeit von euch Idioten belästigt zu werden. Naja, meine linke Schulter und ich habe ja so einen Bluterguss auf dem Hintern. Also, die linke Pobacke und ein Stück vom unteren Rücken auf der linken Seite hat so einen Bluterguss gehabt. Also, wünsche euch noch eine gute Nacht. Haut rein, macht keinen Blödsinn. Tschüss.